Herzlich willkommen zu meinem überhaupt nicht improvisierten Intro für State of Decay 2. Viel Spaß bei der Folge. Das ist gute Zeit, denke ich. Weiß nicht, was genau die sich darunter vorstellen. Ja, es könnte gutes Zeug sein oder es könnte auch gutes Zeug sein. Man weiß es nicht. Es ist schon wieder alles voll hier im Kofferraum. Natürlich. Ja, 6 Plätze ist halt. Das Auto hat weniger Platz als mein scheiß Rucksack. Irgendwo ist noch ein. Da. Wenn du ein anderes Messer findest, nehme ich das gerne. Frag mich, was bringt das überhaupt? Ja, ein Küchenmesser sieht halt scheiße aus. Da ist ein Schraubenzieher noch. Ja, es haben keine Küchenmesser. Aber ein Kampfmesser drin in dem Ding. Ja, ein Kampfmesser. Das brauchen wir. Aber ich meine. Das ist meine Gärtnerin, glaube ich. Komm mal zurück und durchsuchen weiter. Da steht immer noch Bevölkerung 5. Warum ist der noch nicht weg? Kann in Gärten und Farmen verbessert werden. Warum? Genau. Warum kann ich den nicht verbannen? Warum geht es nicht? Was hast du denn gemacht? Ich habe verbannen gedrückt. Ja. Ja. Das war's. Mir ist nicht passiert. Ist der noch drin, oder was? Das sah so aus gerade. Ich gehe da hin und werde den höchstpersönlich hinrichten. Dass er sich nicht verpisst. Nee, prügeln den da jetzt raus. Atkins. Oh mein Gott. Oh. Scheiße, ich glaube, die kommen jetzt. Sehr wahrscheinlich. Oh, ja. Sollen sie kommen? Ich bin Rettich. Ja. Au, ich bin nicht gestorben. Rote Klaue? Ich find's cool, wenn man seine eigene auch benennen könnte, umbenennen könnte. Seine Leute? Nee, seine Gruppe. Haben wir vielleicht, wir sind so doof zu wissen wie. Das kann natürlich auch sein. Weil du kannst ja Gemeinschaften verwalten, ne? Im Startbildschirm. So, wo ist der Penner? Sprich, guck mal, der wird. Ach so, ich kann ihn jetzt verbannen oder. Oder was hinrichten? Das Verbannen eines Überlebenden ist permanent. Tja, du hast einmal zu viel Streit angezettelt, mein Freund. Konntest du den Gnade geben oder was? Ich konnte Exil abbrechen. Ja. Oh. Kann man den jetzt einfach. Ich würde das wohl gerne machen. Wo will der hin überhaupt? Warte mal, kann ich mit dem jetzt handeln? Moment. Kann er nicht. Naja. Doch, mit dieser Klappe handeln geht nicht. Ich hätte den Rucksack vorher noch abgenommen. Ja, ich weiß nicht, was da alles dabei hätte. Wahrscheinlich irgendeine krasse Waffe oder sowas. Ja, musst du den vorher komplett entkleiden, dass er gar nichts hat und dann schickst du ihn los. So richtigen Assi-Move. Naja, was ist das Assi-Move? Der hat Streit alles angefangen. Der hat nicht nur einmal, sondern 10-mal. Das kann nicht sein. Was soll das? Ist das abgegeben? Achso, Lebensmittel. Ui, was ist denn das hier? Wow. Okay. Hm? Das sind meine ist das die Kaserne? Ja, mal wie die aussieht. Ja. Ich hab einfach mal ein paar mehr Betten gebaut, ne? Das musste sogar draußen sein. Und hier ist das krasse Lager. Ich kann das nicht upgraden? Ja, wahrscheinlich, weil du hier das Dings hast. Das Silo? Das Lebensmittelding. Jedes Lager hat wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile. Ja gut, der hat ein maximales Lebensmittellager, aber das ist ja auch nicht das Tragische. Das Tragische ist eher, dass alle deprimiert sind. Du kannst auch einen Außenposten einnehmen als Garage, wo du zum Beispiel noch zusätzliche Stellplätze mehr kriegst. Stellplätze? Ja, Lagerplätze. Die Außenposten bringen ja auch immer irgendwas. Ja, ich kann das ja in der Basis sehen, was die machen. Aber ja,
Das nächste Mal. Oh, ich muss den tauschen, glaube ich. Ich sollte mir angewöhnen, immer bevor ich einen wechsel, alle Waffen, was der dabei hat, einzulagern. Oh ja. Und das macht sehr mehr Sinn, glaube ich. So. Der Alan ist im Arsch. Der Soak hat eine Gasvergiftung. Ich, ja, keine Medikamente. Natürlich keine Medikamente. Was soll ich machen? Was ist mit der? Keine Medikamente und die sind alle verletzt und sind mad, dass es keine Medikamente gibt. Die einzige, die normal ist, Isabella Köhl. Die ist aber auch deprimiert. Und sie ist das Opfer von... Ja. Wer hat Streit angefangen? Schlägerei. Ah, nee. Das waren zwei Opfer. Der Atkins hat mit zwei einen Streit angefangen. Zum Glück, dass ich den Wichser verwandt habe. Ich erwache. Ich würde gerade sagen, von ihrem Tiefschlaf. Hallo. Okay. 18. Was haben wir denn hier? Eine Action. Okay, die stirbt da hinten. Wer stirbt denn da gerade? Schon. Die ganze Zeit. Hallo. So, oh, da kotzt der Hain. Warum? Was ist los mit dem? Ja gut, die haben alle irgendeine Vergiftungen. Was weiß ich. Boah. Da kotzt dir gerade deine komplette Toilette voll. Ist das sick oder was? Die sind alle krank und verletzt. Der Alan ist... Alle. Alle von denen. Boah, das hört sich eklig an. Komm, hör auf jetzt. Ich hab nur einen 7er Rucksack mit der Ollen. Der stirbt noch da hinten. Du musst was tun. Ja, was soll ich machen? Ich hab gar nicht Medikamente. Der macht's nicht mehr lange. Komm, ich erlöse ihn. Der hat schon in die Wand gehorzt. Boah, das ist eklig. Der ist hier richtig am Sterben, ey. Ja, wir brauchen Medikamente. Sollen wir die Häuser hier rundherum weitermachen? Ha? Aber ich glaube, die Häuser können wir sogar zu Fuß machen, einfach. Weil ja, da müssen wir halt nochmal gucken. Medikamente findet man meistens in der Stadt. Ich meine, wir haben. Okay, ist zum Beispiel eine Klinik. Eine kostenlose Klinik. Was? In der Stadt hier unten. Also hier unten ist ein militärisches Traumazelt. Das geht vielleicht auch, ja. Da. Können wir da auch eigentlich hin. Irgendwas. Ich hoffe doch. Mal hingehen, dass deine Typen nicht gleich verrecken hier. Ja, Benzin sollte reichen. Leib auskratzen. Weil Medizin ist halt schon, ne? Ohne Medizin ist Kacke. Aber geht mir genauso. Ich habe alles im Überschuss. Munition, Bausteine. Natürlich Medizin. Ich habe auch lange nichts mehr gefunden. Ui, das sieht gut aus. Oh, da ist ein... Soldat. Huch. Hinrichtung. Okay. We might have just hit the jackpot here. Gucken wir mal. Hoffentlich, ja. Nee, Munition. Machst du schnell? Munition oder Medizin? Aber ich hab was Cooles gefunden. Machst du Schnellsuche oder? Ja, natürlich. Was Gutes? Ich kenne auf die Loot-Qualität aus, sondern lass mir mal Krach. Oh, Medizin-Pack, Alter. Jawoll. Nice. Again. Hier oben sind noch jede Menge, was du looten kannst. Ja, drei Stück habe ich noch. Hier ist noch was. Flasche mit Arzneimitteln. Kein Platz dafür. Think if I stare long enough, I'll find something. Hier ist ein Messingsammleranlage. Man zockt schnell das Säubern des Schießstandes. Erst einen Schießstand aufbauen, wusste ich gar nicht. Was es eigentlich alles gibt. Einen potenziellen. Was? Neben, direkt neben der Basis ist eine Horde. Guck mal, wir müssen die Infektionsherde da mal wegmachen. Moral ein bisschen höher. Das ist eine M17 mit ungefähr 60 Schuss.
bringen wir das erstmal zurück. Dann haben die erstmal ein bisschen Medizin. Ja. Von den Schrotflinten ist gar nicht verkehrt. Ja. Sind zwar nicht immer so 100% tödlich, aber die schmeißen die Zombies auf den Boden. Dann hier ist irgendwo eine Horde direkt. Hier. Okay. Oh, so verkackte. Die taugen einfach nicht, diese Fahrzeuge. Ja, das Problem ist, wir haben keine Werkstatt. Malse kannst du bestimmt easy reparieren. Warum kann ich nicht aussteigen? Also. Große Frage. Ich hab hier Disse gefunden. Die ist auch bestimmt geil. Guck mal, was ein. Was ist da für ein Visier drauf ist, Alter? Ska? Ja, guck mal, was ein Apparat da drauf ist. Das war in den Kisten drin, ne? Ja, in diesem Militärgeschiss ist immer ordentliches Zeug. Oh, so, wie sieht's denn jetzt aus, gemeinschaftstechnisch? Guck mal, die kriegt das Magazin nicht rein. Ist die bescheuert, ey. Okay, das ich weiß nicht, was deine Leute allzu gut für die. Sollen wir die Infektionsherde mal machen jetzt? Weil. Ja, können wir machen. Da sind einige. So, warte mal, so ein Auto-Ding habe ich nicht mehr. So ein doch, nicht. Eins habe ich noch. Reparier's nochmal. Und dann gehen wir los und machen da den ganzen Shit weg. Ich habe Munition gespendet. Ja, du kannst es doch auch hier vom Auto machen. Ja, aber ich hatte es nicht im Auto. So. Wo denn? Ich hab's am Rücken gehabt. Ja, das geht auch trotzdem. Ja, aber ich muss jetzt oder so rein. Na. Moment. Die Armbrust hatte ich. Also so ein Militär haben wir irgendwie mit 8 oder 10 Plätzen natürlich perfekt. Ja, so ein Truck wäre mal cool. Das gibt's bestimmt, aber wir haben es noch nicht gefunden. Ich muss noch Benzin mitnehmen. Ein größerer Truck, weil wenn es den hier schon so Pickups, Militär-Pickups gibt, gibt es bestimmt auch so Trucks, die man so leichte Tonne. Notfalls hast du ja diesen Wagen hier noch. Warte mal, was wollte ich mitnehmen? Nehme ich auch 8 Plätze. Benzin. Ich habe kein Benzin mehr. Oder? Schon mal den Reparaturwagen nochmal mitnehmen. Hm? Ein Reparaturkit willst du mitnehmen? Nee, Reparaturwagen. Den willst du mitnehmen? Ja, wegen platztechnisch oder nicht. So, ja, können wir auch machen. Der, vielleicht hat er. Hat er noch ein Benzin drin? Weißt du das? Aber brauchst du ein Benzin? Ich kann dir ein Benzin geben. Ich hab doch. Warte mal, wo konnte ich denn nochmal Benzin rausholen? Ach, am Lager, gell? Am Lager, ja. Füll mal beide auf. Oh oh. Nee. Das ist Ressourcen verloren. Ich hab Ressourcen verloren? Ja. Warum? Weil du nicht genug Lagerplatz hast, du hast irgendwo viel mehr reingemacht als möglich ist. Ja gut, ich habe nur maximal 25, was soll ich da machen? Aber, ne? Das mehr Munition ist ja nicht das Problem. Piss da jetzt erstmal rein. Oh ja, der ist so gut wie leer. Ja, der war so gut wie leer. Weil der hat 8 Plätze auch. Und ein bisschen mehr Storage. Und der ist noch ganz fit so vom. Sieht zumindest so aus. Sieht nicht ganz so zerdellert aus. Na dann. Oder lass erstmal die Horde wegmachen, damit die nicht Hackmack macht. Oh, guck mal, da ist ein Platz. Der bei dir da hinten. Siehst du das? Korns. Das kann nicht sein. Willst du den wegmachen, ich dachte, oder was? Du musst die Dinge einnehmen, weil wenn du die nicht einnimmst, hast du keinen Safe Space. Ja, aber wir müssen erstmal ein paar von diesen Herden Infektionsdinger machen. Ja, wo sind die denn? Eine ist da hinten. Aber das ist doch weit weg. Das ist weit weg, ja. Aber trotzdem ist die Moral niedrig, deswegen. Na gut, dann machen wir das halt. Danach machen wir mal Safe Space und dann haben wir es. Ja. Also was spawnt dann auch nicht mehr, weil wenn du das einnimmst, die Scheune zum Beispiel. Dann kommen die nicht mehr so nah. Müssen wir halt den Koloss irgendwie wegmachen. Den kriegen wir klein. Könnt zur Not ein Auto versuchen zu opfern und den mit voller Wut wegzurammen damit. Ja, ich habe Angst, dass der explodiert, weißt du so. Weil das, wenn du mehr Infektion der Koloss oder das Auto? Hier ist ein Infektionsherd direkt. Okay, sie kommen alle. Alter, da sind Schreier drin. Enjoy peace eternal, asshole.
Hallo. Ist doch gut jetzt. Ich versuche den Schreier zu treffen. Okay, die Schreier sind beide weg. Der Tod, die Schreier. Ja. Die Schreie. Ja, sie ist ja oben links, ist durchgestrichen. Dear God, infestations are down to a tolerable level. We can finally breathe again. Durchsuchen müssen wir die jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, wir sollten erstmal nur die Infektionsherde wegmachen. Ja. Nächste. Oops, I'm almost out of that. Aber was ich gemerkt habe, wenn du kannst auf den Wagen steigen, wenn die dich angreifen, die machen dann auch nichts mehr. Kannst du sie abschießen in der Ruhe. Also wenn du merkst, es sind zu viele, dann steig ab auf den Pen. Der nächste ist siehst du, Alter, siehst du die ganzen Schreier da oben? Ja, ich habe leider nur Nahkampfwaffen. Guck mal, die ploppen alle aus dem Boden. Was ist das? Wie viele sind das denn bitte? Ich hätte jetzt auch gerne so da Granate reinwerfen, wäre so schön. Ich muss die Schreier erledigen, ich hab keine Nahkampfwaffen. Toll, ich sehe ich nicht mehr. Okay, Scheiße. Die Schreier sind weg. Das werden immer mehr. Jetzt sind schon 13. Oh, na okay. Gut. Ich kann noch ein paar wegmachen. Ich kann auch noch ein paar wegmachen. Hä? Hey? No, ich wurde infiziert. Das kann doch nicht sein, ey. Und diese verkackten roten Pissköpfe. Ja. Wie infiziert? Also richtig infiziert oder nur so? Ja, ich sag mal ein Viertel oder ein Drittel. Ich habe noch nicht die Seuche. Okay, so. Das ist gut, weil das klingt ab. Ja, wenn ich ihn einliefere. Ja, aber... Bei der Seuche habe ich dann einen Timer. Wenn ich ein normaler schlägt, dann passiert so nichts. Nur wenn ich den Verseuchter schlägt. Nächste. Ist auch nicht weit weg. Wieder drei... Dann machen wir erstmal den da unten, weil dann können wir direkt von unten aus gesehen nach oben fahren. Nehmen dann die anderen Infektionsherde alle mit. Naja, wurde entdeckt. Wo? Was ist das jetzt? Was wurde entdeckt? Naja, Infektionsherd wurde entdeckt, stand da gerade. Irgendwo auf der... Oh mein Gott. Ja, hier überall. Deswegen müssen wir mal ein paar wegmachen. Geradeaus. Das ist noch ein großer. Das sind alles nur noch große. Okay, da kommt ein Dicker. Das war mit so aus Kann. Hä, das ist eine rote Horde. Ich hab bei dem noch keine Special Moves drauf. Ich hab einfach nur eine. Okay. So, wo sind die Schreier? Im Haus wahrscheinlich, alle. Drei Schreier. Ah ja, das sind alle im Haus, ey. Das wird Katastrophe. Verdammt gefährlich wird das. Wir können ja erstmal die erledigen, ja. Sagen, erledigen. Wir erledigen? Dass mal die hier außen sind. So, ich kann einen Schreier sehen, durchs Fenster. Wenn du einen erledigen kannst, würde ich das machen. Die kommen alle raus gerade. Ich glaube, die haben uns schon mitbekommen. Nee, der ist direkt da hinter der Tür jetzt. Es muss nur einer die Tür aufmachen. Ich muss nicht mitbekommen. Die laufen hier wie die Geisteskranken. Assassin's Creed-Style machen. Wenn ich hier hochgehe, kann ich ihn besser sehen. Weil da in dem direkt hinter dem Fenster war eben einer. Okay, ich kann ihn nicht finishen. Oh mein Gott. Die haben die Tür aufgetreten einfach. Okay, jetzt haben sie uns. Jo. Ich gehe rein und mach die Schreie weg. Da. Enjoy peace eternal, asshole.
Schreier sind tot, Infektionsherd ist erledigt. Aber leider hat nochmal geschrien, deswegen. Ja. Ich hab grad keine Zeit für Angebote. Wo war das Auto? Gehen wir einfach. Was ist das denn? Ja. Da hinten. Sag mal. Dirk. I should probably take a break before I fall over. I need a break. Keine Zeit für einen Break. Gar nicht mehr so viel Schuss für dich. Okay. Rotarm, das ist Captain Rotarm. Und es ist gut, dass das sind normale Angriffe, wenn ich hier auf den Boden angreife. Mit diesem Hammer. Okay. Da ist ein aufgeblähter Horde. Zwei große Infektionsherde haben wir noch. Die sind direkt hier, wenn wir nach Norden fahren, quasi alle nacheinander. Ins Quellones. Hier, das grüne Haus. Da sind sie alle, siehst du das? Oh, da kommt ein Horde. Oh, das kann doch nicht sein. Nee. Oh, hell. Okay, rest easy. The infestations aren't a problem. Hä? For now. Es hat sich gerade in Luft aufgelöst. Der Infektionsherd. Ja, okay. Ja. Na gut, wegen mir. Wenn, das hier, wenn wir die zwei damit getötet haben und das war. Vielleicht war die Horde quasi. Hä? Ich hab keine Ahnung. Muss man nicht verstehen. Nee, ich fahr einfach weg. Hier die Tankstelle geradeaus, oder was das sein soll. Oh ja, das sieht schon gut aus. Sehe einen Schreier. Die Feuerachse ist bald kaputt. Ich kann direkt ausschalten, den Schreier. Ja, es sind drei Stück. Und zwei sehe ich. Einer ist weg. Okay. Hier kannst du die sehen bei mir drüben. Zwei Scheiße, sind weg. Ah, zwei habe ich. Alle weg. Shit. Ah, fuck, ah! Ja. Mm. Ein Schuss noch, nice. Das waren die Infektionsdinger. Und jetzt gehen wir zurück und machen Safety. Ja. Erst die eine Horde weg und dann machen wir Safety-Zone quasi. So ein bisschen zumindest. Ach so, der Koloss, den müssen wir auch noch machen, ne? Mm, da hier, wir das richtige Waffen noch raus. Das ist die Herde. Musst du geben, gegen wen du auch immer gekämpft hast, ich hab's nicht gesehen, wer das war. War wieder unsichtbar. Bei mir, oder was? Ja. Ja, da war nur einer, da habe ich ein bisschen um Kopf gehauen. Achso, ich bin jetzt auch ein Held. Ne? Ja, weil du sehr viele Infektionsherde ausgerichtet hast. Ja. Scheiß auf den. Soll er hinterher rennen, wenn er will?
ein bisschen im Arsch sind, die packe ich mal woanders. Hä? Hey? Okay. Die Randale. Hier ist eine Horde direkt nebenan, gell? Und ein Koloss, denk dran. Alles klar. Ich fahre jetzt das Auto mal hinter die Basis ein. Scheiß drauf, hier. Yeah. Wir haben zumindest viel Platz, um gegen den zu kämpfen. Und ich muss meine Waffe reparieren. Oh, kann ich hier... Meine Medizinerin kann jetzt Chirurgie machen oder Pathologie? Stellt Aktion zur Verletzungsregeneration in Krankenstationen frei oder verringert die Infektion in Krankenstationen. Sammeln mehr Seuchenproben und stelle Heim. Ich habe Medizin, Gartenbau, Konstruktion. Ich habe 2 Mediziner. Machen wir mal Chirurgie. Also ich habe 2 Mediziner brauche. Ich habe eine Chirurgin, das ist sehr gut. Lagerärztin. Unberechenbare. Verschwendet manchmal Benzin, warum das denn? So, weil die fährt wie sie. Vollidiot. Komm, die können wir mal nehmen.